Anfang an beim Verein dabei, fast mitbegründen, kann man ja fast sagen. Wie viele, oder fangen wir mal so an, wie viele Mitglieder hat euer Verein eigentlich? Wir sind nur zu fünft. Nur zu fünft? Ja. Wir sind so, man kann aber beitreten, dem Verein beitreten. Aber wir haben einfach jetzt klein angefangen und arbeiten uns so über das Jahr hindurch. Aber wir haben natürlich auch viele Helfer. Ne? Also wir Mitglieder, wir sind über das Jahr über total vernetzt und überlegen uns, was wir machen können und wer welche Arbeiten übernimmt. Und ansonsten haben wir halt freiwillige Mitglieder, also Mitglieder, freiwillige Helfer, die übers Jahr über auch uns anrufen und sagen, du pass mal auf, ich habe da und da was erfahren und da könntest du mal anrufen. Und also wir sind ziemlich gut vernetzt hier in Bremen. Ja. War Frank Zander das Beispiel in Berlin so ein bisschen auch federführend, dass sie gesagt hat, wir machen das auch? Ja, und zwar, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit Frank, also mit, ich habe ja Semino Rossi, das war ja mein Künstler 14 Jahre lang, und ich war mit Semino bei Frank Zander. Und dann habe ich zu Semino gesagt, ach Mensch, Semino, ich würde das gerne in Bremen auch mal machen. Und er sagt, ja, wenn du willst, ich komme. So, und so hat es angefangen. Dann habe ich Mario angesprochen, der ist in der ÖVB-Arena bei einer Veranstaltung. Und wir waren uns gleich einig, dass wir so etwas machen müssen. Ja, ja, großartig. Ja. Semino Rossi war auch schon da. Wird er auch mal wiederkommen? Er war schon zweimal da. Ja, wenn er Zeit hat. Im Moment weiß ich nur, ich habe nur gesehen, der ist im Moment unterwegs und hat auch am 17. eine Veranstaltung. Auch dieses Jahr hast du ja wieder ganz, ganz viele prominente Gäste, hast du eben in der Pressekonferenz gesagt, schon mobil machen können. Mhm. Erzählen wir uns doch nochmal für unsere Leser, wer ist alles dabei? Wir haben Peter Freudenthaler. Tschüss. Peter Freudenthaler, der hat diesen Song Lemon Tree, den ja jeder kennt, geschrieben, von Fool's Garden. Dann ist Andrea Balschow, ich habe Michael Türnau, der Bingo-Bär vom NDR, der ist dabei. Die Jungs sind dabei, Claudia Effenberg, die jetzt neu dazukommt, wo wir uns total freuen, dass sie da auch heute zur Pressekonferenz gekommen ist und dass sie auch mit dabei ist. Ich habe Pascal Tietjen, der hatte gerade so einen Film gemacht, als Die Feuerwehr oder so, glaube ich, heißt dieser Film. Dann habe ich Pascal Krüger, der war ja auch schon öfter hier und der unterstützt uns jedes Jahr. Dann Lukas Fischer aus der Schweiz, Marc Pircher, der diesen Hit Sieben Sünden geschrieben hat oder durch diesen Hit bekannt wurde. Ailton wird dabei sein, Nelson Valdez, naja, und viele, viele, viele andere. Ja. Als Schlagerportal interessiert uns natürlich die Schlagerkünstler. Da hast du vorhin noch zwei verraten, die du jetzt eben in deiner Aufzählung... Wen habe ich denn vergessen? Einmal die Janice hattest du erwähnt. Ja, Janice kommt. Auch tatsächlich aus Berlin vorbei. Ja. Und? Ich hatte sie irgendwo mal getroffen. Und so wie ich halt immer bin. Und dann gesagt, du pass mal auf, ich mache das und das und das in Bremen. Und wir machen das Fest mal und so, hast du nicht Lust zu kommen. Und dann sagt sie, oh, ich binde mich so gerne in solche Geschichten ein und ich komme. Und dann konntest du tatsächlich auch noch den Berliner Kollegen Mitch Keller begeistern. Ja, Mitch Keller ist ja eigentlich ein Bremer. Stimmt. Der kommt aus der Nähe von Bremen. Ne? Genau. Und Mitch Keller, da bin ich irgendwann, vor ein paar Jahren war er ja auch schon mal bei uns, letztes Jahr nicht, aber vorletztes Jahr. Und weiß ich nicht, es hat sich halt so ergeben, wir haben gesprochen und er hat gesagt, ich komme. Und dieses Jahr, dann sagt er, ja, ich bin einen Tag vorher irgendwo im Norden und so, das passt genau und ich komme und helfe euch wieder. Und diese prominenten Helfer agieren dann an den Tag als Kellner? Als Kellner. Also einmal, und sie sind auch auf der Bühne. Also ich mache so ein Bühnenprogramm. Aber jeder Künstler hat bei uns ja nicht die Möglichkeit, dass er irgendwie 30 Minuten macht oder sowas. Dann jeder Künstler kann vielleicht zwei Titel machen. Und ansonsten bedienen sie, also sind sie Kellner praktisch. Und das Wichtigste ist halt auch, sie unterhalten sich und sie mit den Bedürftigen können sich auch mal hinsetzen. Das ist für uns das Wichtigste, so diesen Kontakt zu den bedürftigen Menschen zu haben. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Was ist so das Schönste für dich, wenn du nach so einem Abend dann wirklich, die Veranstaltung ist abgeschlossen, du gehst nach Hause, mit was für einem Gefühl im Bauch gehst du da nach Hause? Ehrlich gesagt, es ist für mich ist es so ein Stück, was für mich dazugehört zu Weihnachten, dass ich so eine einfach irgendwie dankbar und glücklich bin. Also einmal dankbar, dass es mir besser geht als an vielen, vielen anderen Menschen.
Und dass ich halt ganz ein bisschen helfen konnte. Nur ein klein wenig helfen konnte. Und das ist halt das, was für mich zählt. Und ich finde, es sollte eigentlich jeder sich mal Gedanken drüber machen. So, das Festmahl, das achte Mal dieses Jahr. Dann habt ihr schon über 8000 Menschen wirklich 8000 Wegen gefüttert, ne? Oder gefüllt. Gefüttert kann man schon sagen, gefüllt. Ja, also ich denke, es sind nicht ganz 8000, weil am Anfang waren es nicht ganz 1000, als wir angefangen haben. Aber so die letzten Jahre ist das schon eine ordentliche Zahl, die wir da an dem Tag glücklich machen. Ich habe von der Nina gehört, Frank Zander war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ihr es auch gemacht habt. Ihr wart da, habt das gesehen und wie kam dann die Idee, das hier selber zu machen? Die Idee war eigentlich eine ganz lustige Situation. Ich habe, Semino Rossi war bei mir, um das 6-Tage-Rennen im Januar anzuschießen. Und nach dem Soundcheck sind wir noch so durch die Hallen gegangen und er hat gesagt, lass uns doch mal gucken, was ihr sonst so habt für Hallen. Wir sind da durchgegangen und am Ende der Veranstaltung hat er zu mir gesagt, wollen wir nicht mal was Tolles machen? Und ich sagte, wir machen doch immer was Tolles. Und er hat gesagt, nee, sowas, lass uns doch mal was fürs Herz machen. Und ich sagte, das ist eine gute Idee. Also, die habt ihr alle so viele Hallen, da kriegen wir schon was hin. Der Abend lief, wir verabschiedeten uns und sahen uns irgendwie ein paar Wochen später wieder zu einer Pressekonferenz und er sagt, Mensch, wir wollten doch was Tolles machen irgendwie so. Ja, das stimmt, das wollten wir eigentlich machen. Müssen wir unbedingt mal machen. Und auch da sind wir wieder so auseinander und beim dritten Mal haben wir uns dann bei einem Konzert hier begrüßt mit den Worten, wir wollten doch mal was Tolles machen. Und als wir das gleichzeitig gesagt haben, war uns klar, jetzt müssen wir endlich mal machen oder einfach die Klappe halten. So. Und die Klappe halten war keine Option für uns. Und so ist das entstanden. Semino hat dann erzählt, dass er ein paar Wochen oder Monate vorher bei Frank Zander war, zu dem wir relativ schnell Kontakt aufgenommen haben. Und der uns auch gesagt hat, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenzveranstaltung, sondern alle Fehler, die ich gemacht habe, müsst ihr nicht machen. Kommt einfach und fragt, wenn ihr was wissen wollt. So. Und so waren wir über die Jahre immer, wenn wir auch mal nicht weiter wussten, immer in Kontakt. Und das hat uns sehr geholfen, das, glaube ich, auch jetzt langfristig auf gute Beine zu stellen. Also ich kann tatsächlich sagen, Semino Rossi, der Herzensmensch ist. Mitbegründer. Genau, ja, die Idee ist da mit Nina und Semino und mir auf einem Spaziergang durch die Hallen sozusagen entstanden. Das war der Hammer. Mhm. Und ihr gebt ja den Leuten ganz, ganz viel. 40.000 bis 60.000 Euro kostet so eine Veranstaltung jedes Jahr wieder. Letztes Jahr wurde es ja schon schwieriger, hattest du da auch schon erzählt, das Geld zusammenzukriegen. Wie viel habt ihr dieses Jahr schon zusammenbekommen und wie viel fehlt? Also es fehlt noch eine ganze Ecke. So, was uns aber nicht abhält, jetzt einfach weiterzumachen, weil wenn wir immer quasi arbeiten würden, wie die Spenden reinkommen, dann würde das Ganze nicht stattfinden. Also wir sind ein sehr kleiner Verein, wir sind im Endeffekt 8 Leute, die sehr, sehr positiv auf diese Veranstaltung gucken. Und wir hoffen jetzt mit euch, dass ihr jetzt da seid und Kollegen, die trommeln, dass Menschen jetzt davon erfahren und Lust haben, uns zu unterstützen. Und nicht nur Lust haben, uns ehrenamtlich zu unterstützen, sondern auch finanziell zu unterstützen. Und bei uns ist es so, wir kriegen selten wirklich große Spenden, sondern das ist die kleine und Kleinstspenden. Also das geht bei 1 Euro los und auch mal 20 Euro. Und da muss man sagen, oft kriege ich die Frage, ja, reicht das denn? Ja, natürlich reicht das, weil Kleinvieh macht auch Mist und macht nachher einen großen Haufen. Und wenn jeder, der das sieht, irgendwie einen Euro spendet, dann haben wir schon wieder eine ganze Ecke Sachen zusammen. Also wir brauchen immer noch Geld so. Du hast es gerade vielleicht in der Pressekonferenz gemerkt, ich bin, glaube ich, schlecht im nach Geld betteln. So, ich kann viel besser sagen, wie sich Menschen einbringen können und solche Sachen. Aber ich glaube, dieses nach Geld betteln oder vielleicht betteln ist der falsche Begriff, nach Geld fragen oder darauf aufmerksam machen, dass uns noch was fehlt, das ist schwierig und da müssen wir auch übers Jahr hinweg noch besser werden. Ich hatte eben in der Pressekonferenz ja auch schon die Frage gestellt, ihr gebt natürlich an dem Tag ganz, ganz viel Hoffnung, Liebe auch gerade für die Weihnachtszeit den Leuten mit. Tut es dann aber auch nicht ein bisschen weh, klar, ihr könnt die Welt nicht komplett verändern, aber tut es nicht auch ein bisschen weh, am nächsten Tag dann wieder durch die Stadt zu gehen und denken, Mensch, jetzt sind die wieder in ihren alltäglichen drin? Nee, weil wir haben sie ja, also einen Moment rausgeholt und diese Veranstaltung ist nachhaltig. Also wir bringen Menschen über das Jahr hinweg zusammen. Also da ist nicht, dann fällt irgendwie um Mitternacht die Tür zu, sondern Menschen haben über das Jahr hinweg was. Da bilden sich Freundschaften, Menschen werden gesehen, Nachbarn sehen auf einmal, dass jemand, der bedürftig ist, da ist, unterstützen sich, gehen für den mit einkaufen. Also das ist nichts, was dann am Ende des Tages vorbei ist.
kommen die Menschen dann auch zurück und öffnen sich und sagen, ich bin hilfsbedürftig oder obdachlos geworden, weil? Ja, auch das passiert. Also die Geschichten, da gibt es viele, viele Geschichten, die man hört über den Tag. Das ist was, da gehen wir natürlich nicht mit hausieren. Das bleibt natürlich bei uns. Aber zuhören ist ein ganz, ganz großer Punkt an dem Tag. Konntet ihr auch schon Leuten helfen, dann ja. wieder zu sagen, ja. du hast jetzt wieder eine Wohnung, du ja. bist wieder im Arbeitsleben? Ja, wir haben Leuten geholfen. Wir haben Menschen, die waren die ersten Jahre bei uns als Gast und sind jetzt mittlerweile ehrenamtliche Helfer bei uns. Und das ist ja, das geht uns auch immer so. Super. Wir sitzen hier in Pascalkrieg im Eiskaffee gegenüber vom Hotel, wo eben gerade die Pressekonferenz zum Festmahl stattgefunden hat. Richtig. Du bist das vierte Mal dabei, das achte Mal das Festmahl, insgesamt sind schon viermal dabei. Was machst du da? Was sind deine Aufgaben als ehrenamtlicher Helfer? Also einmal verteilen wir das Essen. Es gibt ja Vorspeise und Nachspeise und Hauptgang. Und alle Künstler oder alle Prominenten, die da sind, die verteilen die Essen an die Bedürftigen. Und das dauert ja auch eine Zeit. Und jeder bekommt einen Teller und dann geht man dahin und jeder hat so seine Tische, die er bedienen muss. Und ja, so werden die Essen dann verteilt durch die Prominenten. Das ist in den Bremen hier eine Messe, das heißt, man legt da ja auch tatsächlich Wege zu, ne? Ist so ein Tag auch anstrengend, schlaucht das auch ein bisschen? Ja, also man muss ja schon präsent sein, man muss jetzt die ganze Zeit da sein, man muss aufmerksam sein, was gebraucht wird. Aber man bekommt von den Bedürftigen auch so viel wieder. Also ich habe schon ganz, ganz tolle Gespräche gehabt mit denen. Und ja, und für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Mir geht's gut, anderen Leuten vielleicht auch. Und da darf man die Leute nicht vergessen, denen es nicht gut geht. Und deshalb finde ich diese Veranstaltung so hervorragend. Und nicht nur ich helfe ja, da sind ja Tierärzte, Ärzte, Friseure und was nicht alles an dem Tag da. Und bei 1000 Leuten ist das echt schon viel Arbeit für alle. Das heißt, ihr kommt auch tatsächlich mit den Bedürftigen und Obdachlosen ins Gespräch? Ja, natürlich, ja. Letztes Jahr zum Beispiel war einer mit dem Hund da. Das finde ich auch so toll, dass ein Tierarzt zum Beispiel da ist, der sich um die Tiere kümmert. Und er sagte dann, Mensch, hier, das ist mein Hund. Ich sagte, oh, ich habe auch einen Hund und wie heißt er denn? Und, ja, und mit dem kuschel ich abends und der hält mich auch warm, wenn ich da irgendwie unter einer Brücke liege und so. Und das geht mir ja echt zu Herzen, wenn dann sowas ist, wenn man sowas zu hören bekommt. Und wie gesagt, also, aber man bekommt sehr, sehr viel wieder von den Leuten. Man macht den Auftritt und dann kommen die Leute nach vorne, rufen noch Zugabe und applaudieren und freuen sich, dass sie einen Tag mal ihr Leid vergessen können. Und du hast ja ganz, ganz viel prominente Unterstützung. Janis ist dabei, Mitch Keller ist unter anderem dabei. Und so ein bisschen in der Schlacht. Claudia Effenberg. Genau, so ein bisschen der Schlagersinn, aber Claudia Effenberg ist dabei. Ja. Ja, ganz tolle Sache auch, ne? Ja, natürlich. Schauspieler Uwe Rode ist wieder dabei und so weiter. Also ist egal, ob jetzt Schauspieler, Sänger oder Moderator oder was auch immer. Alle machen sich dafür stark und sind beim Festmahl dabei. Wir hatten vorhin auch drüber gesprochen. Ist es nicht aber auch ein komisches Gefühl, wenn man dann am nächsten Tag wieder zu Hause sitzt von heimischem Kamin? Wieder mit der Familie gerade am Essen ist und weiß, die glücklichen Gesichter, die man gestern geguckt hat, die schlafen, die Menschen, die Bedürftigen schlafen jetzt wieder, sitzen jetzt wieder traurig, alleine draußen auf ihrer Parkbank. Ja, natürlich, man macht sich Gedanken darüber, das ist schon klar. Aber ja, wo man helfen kann, sollte man helfen. Und das ist für die, ja, was ich eben schon sagte, mal einen Tag, wo sie alle ihre Sorgen vergessen und werden bedient. Und das ist ja auch was Schönes für die. Und natürlich, wie gesagt, ich mache mir schon Gedanken darüber. Aber wo ich helfen kann, bin ich natürlich immer da. Auf der Bühne wirst du auch sein. Verrätst du uns schon, was du unter anderem wieder singen wirst? Also auf jeden Fall ist wieder Feliz Navidad dabei. Da habe ich einen deutschen Text drauf zugemacht. Und den singe ich jedes Jahr, der passt ja auch zur Adventszeit. Und die anderen Songs, die ich singe, muss ich noch mal gucken. Ich mache immer ganz kurz meine Setlist und dann wird gefeiert auf jeden Fall. Wir sagen danke, Pascal Krieger. Wir werden natürlich an dem Tag helfen, aktive Helfer sein. Und dann können wir hinterher einmal sprechen, wie wir uns hinterher gefühlt haben und können nachvollziehen, was du uns da gerade erzählt hast. Ja, Dankeschön. Ja, danke euch auch für eure Unterstützung, euer Support. Und danke an die Schlagerzeile.